Guten Tag, also mein Name ist Oliver Bayer. Ich komme aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen, mache ein Interview für die Piratenpartei NRW. Und Sie sind Herr Hoffmann und... Genau, ich bin Studiengangsleiter an der FH Technikum Wien. Leite den Masterstudiengang für Game Engineering und Simulation. Das heißt, Sie bilden sozusagen Fachkräfte für die Gaming-Branche aus? Genau. Wir bieten einen Masterstudiengang. Das bedeutet, es kommen bei uns Studierende herein, die bereits einen Bachelor in einem technischen Bereich abgeschlossen haben und können dann sich spezialisieren und weitermachen in dem Master Game Engineering und dort das Handwerk des Spieleentwicklungs erlernen, das quasi als Aufsatz zu einem normalen Informatikstudium gedacht ist. Das heißt, es kommen auch Studenten aus anderen Universitäten zu Ihnen, um dann sich entsprechend zu spezialisieren? Genau, richtig. Sie müssen einen gewissen Background mitbringen. Das heißt, technischer Background ist extrem wichtig. Das heißt, Mathematik, Physik und Programmieren sollte man auch schon sehr gut können. Speziell Computersprachen wie C++ zum Beispiel sollte man schon beherrschen. Und wenn man das nicht kann, müsste man sich das relativ schnell dann aneignen, noch vor dem Studium, um da nicht den Anschluss zu verlieren. Was braucht denn die Gaming-Branche vor allem für Fachkräfte? Naja, wir im Speziellen bilden jetzt Fachkräfte aus im technischen Bereich der Spieleentwicklung, das heißt Spieleprogrammierung im Speziellen, aber auch Game Design und Game Producing ist auch dabei. Das heißt, wir haben so ein Drei-Säulen-Modell, Technik, Wirtschaft, Recht und Persönlichkeit. Und bei uns halt diese technische, die Programmierseite natürlich sehr stark im Vordergrund, aber es gibt dort genügend Bereiche. Ja. Also wenn ich denke an ganze Computergrafik, künstliche Intelligenz, die ganze Technik hinter Massive Multiplayer, Online-Games zum Beispiel, das sind alles Bereiche, da muss man wirklich sehr gutes technisches Verständnis haben, sehr gut programmieren können, um eben wirklich gute Spiele herausbringen zu können. Und unser Erfolg gibt uns recht, wir haben sehr viele Absolventen, die bereits jetzt in der Spielebranche tätig sind und daher ist unser Masterstudiengang ein tolles Sprungbrett in die Wirtschaft. Gibt es den Studiengang schon lange oder also gibt es schon viel Erfahrung damit, wie die ausgebildeten Leute dann in der Gaming-Branche Fuß fassen, beziehungsweise wo auch, vielleicht auch woanders? Ja, also wir haben, uns gibt es seit 2008, das heißt schon lange genug, dass wir wissen, dass unsere Studierenden sehr gut unterkommen und sehr gut ankommen, nicht nur in der Spielebranche, sondern auch natürlich dann zum Teil in der Wissenschaft, das heißt als Forscher sind sie tätig, aber auch in, sage ich mal, spielenahen Bereichen, Firmen, die mit Computergrafik zu tun haben, aber nicht unbedingt mit Spielen zu tun haben, kommen sie genauso unter. Ja, es sind einfach Top-Programmierer und haben überall sehr gute Chancen. Auch in Deutschland? Das heißt, gehen die dann auch sozusagen aus Österreich weg? Genau, wir haben zum Beispiel schon Absolventen bei WUGA in Berlin, bei JAGA und wir sind auch Mitglied im Deutschen Gameverband zum Beispiel und daher kennt man uns und wir haben diverse Praktikanten auch, die schon in Firmen geschnuppert haben schon und dadurch sind wir schon sehr, sehr weit verbreitet und sehr gut bekannt und die Firmen wissen auch schon, dass wir sehr gute Absolventen rausbringen und ja, das... Gibt es einen sehr hohen Bedarf insgesamt für Leute in der Gaming-Branche beziehungsweise, sagen wir mal, für hochspezialisierte Fachkräfte? Also gibt es so eine Art Fachkräftemangel auch? Ja, speziell Programmierer sind immer gesucht. Ja. Also speziell Programmierer sind in der Spielebranche, aber auch, wie gesagt, in anderen Bereichen sehr gefragt und dadurch haben alle unsere Absolventen eigentlich einen Job und keine Probleme, irgendeine Stelle zu finden. Ja. Aber ja, wie gesagt, das ist ein tolles Sprungbrett in die Gaming-Branche und unsere Absolventen finden meistens, die wollen, auch wirklich einen Job bei Spielefirmen und kommen dort unter, sogar die meisten in Österreich. Also die Branche ist ja relativ klein noch in Österreich, aber stetig im Wachsen. Und, ja. Andersrum gefragt, ist denn die Begeisterung für den Studiengang sehr hoch? Also gibt es viele, die sich für interessieren. Wie viele davon machen den Studiengang dann? Naja, wir haben derzeit ungefähr dreifache Bewerberanzahl an Interessierten, die den Studiengang machen wollen, können aber nur ca. 15 bis 17 im Jahr aufnehmen. Ja? Das heißt, 45 Bewerber auf 15 bis 17 Studienplätze. Also ungefähr dreifache Überbuchung. Wir können nicht alle nehmen. Wir haben ein sehr striktes Aufnahmeverfahren.
aber wer wirklich das machen möchte und wer ein gewisses Basis-Know-how mitbringt, der hat auch gute Chancen, dass er hineinkommt. Würden Sie sagen, es sollte mehr Studiengänge auch an anderen Universitäten, auch vielleicht auch in Deutschland, geben zu dem Thema? Durchaus. Speziell jetzt die Spezialisierung auf Programmierung gibt es nicht sehr oft. Also es wird der ganze Spielebereich oft sehr gesamtheitlich gesehen, ja, und nicht differenziert, was ich aus meiner Sicht ein bisschen ein Fehler ist. Es ist durchaus Bedarf da, dass man speziell jetzt für die einzelnen Bereiche eigene Studiengänge anbietet. Das heißt zum Beispiel Game Design, ein eigener Studiengang, dann für Arts einen eigenen Studiengang und für Programmierung einen eigenen Studiengang. Die restlichen Dinge kann man durchaus dann spezialisieren in gewissen Studiengängen, dann vertiefend auf die Thematiken eingehen. Aber so die Technik dahinter, das bedarf schon sehr talentierte, technikinteressierte Studierende, dass sie sich dort weiter vertiefen und sich interessieren dafür und sich auch dann beschäftigen mit dem ganzen Thema. Ja. Das heißt, es sollte wirklich mehr Spezialisierung geben. Das heißt, Universitäten sollten sich überlegen, biete ich einen Studiengang für Grafiker an, biete ich einen für Programmierer an, für Medienwissenschaftler? Genau, richtig. Ja. Was würden Sie sich wünschen für die Studiengänge, überhaupt für die Ausbildung für die Gaming-Branche? Was sollte noch gefördert werden? Was könnte Politik zum Beispiel tun? Was könnte die Politik tun? Die Politik könnte zum Beispiel Firmen fördern, dass sie Lektoren an Hochschulen schicken, um aus dem Nähkästchen zu plaudern und über ihre Erfahrungen zu berichten. Ja. Bei uns zum Beispiel kommen bei den Studierenden besonders gut an externe Lektoren, die aus der Spielebranche kommen, aus Firmen kommen, die dort Spiele entwickeln und speziell über ihre Arbeit berichten und speziell auf ganz detailliert auf Themen eingehen, zum Beispiel in der Programmierung über Massive Multiplayer Online Games, wie programmiere ich sowas, welche Details, wo versteckt sich quasi wo verstecken sich Fehler. Und wenn die Politik hier ein bisschen fördern könnte und Firmen animieren könnte dazu, dass sie das wirklich tun und dass sie auch was haben davon, ja, dann würde das allen helfen, glaube ich. Ja. Das heißt, die Firmen müssen animiert werden, auch sozusagen zumindest zu werben für den Nachwuchs. Weil ein Firmenchef hat ja nichts davon, wenn sein Mitarbeiter dann in der Firma fehlt und an die Hochschule geht und dort unterrichtet. Ja. Davon hat jetzt der Chef an sich nichts. Die rechnen meistens, ja, und aber man könnte es als Bedingung für Förderung zum Beispiel formulieren. Das wäre eine tolle Fördermöglichkeit. Ja. Gibt es ansonsten einen Flaschenhals, den Sie sehen, was die Entwicklung der Gaming-Branche oder auch des Gebietes Gaming betrifft? Ein Flaschenhals? Ich meine, ich habe im Hinterkopf so ein bisschen auch an Breitbandversorgung gedacht, an vielleicht andere Branchen, die entsprechend erstmal für die Wirtschaft attraktiver scheinen. Gibt es sozusagen solche Arten von Problemen? Fällt mir jetzt konkret jetzt nichts dazu ein. Ich meine, immer wieder Thema sind natürlich neue Hardware-Devices, ja, dass die zur Verfügung stehen. Wir haben zum Beispiel jetzt unser Game Lab in Wien ist sehr gut ausgestattet, aber wir haben ziemlich große Anstrengungen machen müssen, dass wir zum Beispiel Dev-Kits von aktuellen Konsolen bekommen. Ja. Und wenn die Firmen da ein bisschen motivierter wären, Hochschulen mit diesen Geräten zu versorgen, ja, dann würden wir uns in der Ausbildung leichter tun. Ja, und das hätten wieder alle was davon. Ja. Was man im Hinblick auf Grafikprogramme oder auch andere Sachen kennt. Firmen versorgen die Universitäten. Genau. Und daher kennen die ausgebildeten Leute nur noch das System. Genau. Und das gibt es halt im Hardware-Bereich eher weniger. Aber das ist auch mit Kosten verbunden. Das heißt, da ist wieder vielleicht die Politik gefragt, Firmen zu unterstützen, so Förderprogramme zu installieren, dass wirklich Firmen aktiv Unterstützung in die Hochschulen tragen. Ja? Und dafür aber auch Geld bekommen von der Politik. Ja, vielen Dank soweit. Wenn Sie noch was auf dem Herzen haben, was Ihnen besonders wichtig ist, haben Sie noch die Gelegenheit? Wir sind seit Jahren auf der Gamescom und jedes Jahr wieder gerne hier und das ist wirklich ein tolles Umfeld und speziell, ich nehme immer meine Studierenden mit
und die freuen sich auch immer schon sehr darauf, dass sie ihren Spielherr zeigen dürfen. Die darf ich jetzt noch einladen, unser Spiel zu spielen. Sehr gerne, das mache ich. Ich gucke mir das jetzt an. Und ja, vielen Dank, Herr Hoffmann aus Wien. Und ja, wir gucken uns jetzt das Spiel an. Auf neues Spiel, also New Game, eins rauf. Ja. Ja, genau, passt. So, also wir haben hier einen Puzzle-Plattformer. Mit dem linken Stick kannst du dich bewegen und mit A kannst du springen. Ansonsten schau dich mal in der Gegend um und das Tutorial sollte dich eh aufklären einmal. So, ich hoffe, ich kann da drüber gehen. Nein, kann ich natürlich nicht. Das wurde jetzt entwickelt von Studenten in einem bestimmten Seminar? Oder ist genau, das also wir hatten eine Lehrveranstaltung, das für unser Abschlussprojekt. Mhm. In einem Semester haben wir das quasi implementiert, im Semester davor schon ausgearbeitet und designt. Und ja, es war halt ein Semester lang war ziemlich viel Arbeit drinnen. Und das war jetzt unser Abschluss, unser Vorzeigeprojekt. Das heißt, mehrere Studenten können ihres Studiums vorzeigen, auch genau, natürlich damit nachweisen, was sie... Na klar, also wir waren zu viert in der Gruppe von unserer FH aus. Wir haben dann noch die Melody, unsere Grafikerin, dazugenommen von extern. Aber ja, zu fünft haben wir daran gearbeitet und es ist hoffentlich cool, was Cooles draus geworden. Ja. Gut, es wird mir gezeigt, ich soll B drücken. Genau, ja. So, jetzt erklärt dir der Affe, worum es geht. Ja, der Affe zeigt jetzt unsere Teleportationsmechanik vor. Wenn du die linke Schultertaste gedrückt hältst, das ist die hier. Genau. Man muss schon wissen, wo man links ist. Genau, gedrückt halten. Dann friert jetzt der Bildausschnitt ein und wenn du jetzt zum Rand gehst und rausläufst, probier mal. Dann kommst du auf der anderen Seite wieder rein. Ah ja. Achso, da konnte ich nicht durch. Alles klar. Genau. Ja, das konnte ich noch nie. Keine Sorge. So, nochmal. So. Da kannst wenn du jetzt ich das jetzt den, wieder tue, genau. Habe ich nichts davon erstmal, ne? Doch, funktioniert auch. Aber du kannst doch den Tipp lesen. Okay, ich kann den Tipp lesen. Ah. Follow me? Ja. Ach so, ich gehe da runter. Genau. Okay. Das Ganze funktioniert natürlich in alle Richtungen. Also mit oben und unten genauso wie mit links und rechts. Okay. Nee, so sieht es natürlich nichts. Ich muss natürlich jetzt einfrieren, kann jetzt drüber. Genau. Ich habe das möglicherweise verstanden. Ja. So, das ist jetzt unsere Übersichtswelt, wo du jetzt die einzelnen Level betreten kannst. Bei uns in dem Spiel ist es so, dass du diese Zahnräder sammelst in den einzelnen Level, damit du andere Level freischalten kannst. Ein bisschen Portal, aber ein bisschen andere Technik. Genau, ja, also wir haben uns ein bisschen an vielen Dingen inspirieren lassen. Die ursprüngliche Idee war halt, dass in den alten Jump'n'Runs gab es oft immer zwei unterschiedliche Kameras. Eben die eine, die dem Spieler immer folgt und halt mitgeht, wo er ist. Oder einfach die fixe Kamera, wo du einfach nur das ganze Level siehst und dann halt auch, wenn du links rausläufst, kommst du rechts wieder rein und so. Und wir haben uns gedacht, hey, machen wir was Cooles und verbinden das irgendwie. Und dann ist das zustande gekommen. Auf jeden Fall. Das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist schon mal. Ja, wir schreiben jetzt gerade noch alle unsere Masterarbeiten fertig. Und wenn das vollendet ist, versuchen wir dann das weiterzuentwickeln und hoffentlich auch rauszubringen. Also mir gefällt die Mechanik. Das ist schon cool. Also ein bisschen Eingewöhnung braucht man, aber nach einer Minute geht das. Genau, ja.
So, ich habe jetzt das Problem, ich möchte jetzt gerne ausprobieren, was man alles Cooles machen kann. Ich habe jetzt gar keine Lust mehr, die Dinger zu lesen. Ja, kein Problem. Ist schlimm. Deshalb sind sie auch nur optional, ab dem Zeitpunkt. So, okay. Ja, aber wahrscheinlich mache ich jetzt so schon was verkehrt. Was habe ich jetzt getan? Das ist der Pause-Modus, wenn du nochmal drückst, die Taste hier, die rechte Schultertaste. Achso, genau. War ich was zu sehen. Genau, da kannst du ein bisschen rauszoomen und dir die Karte anschauen. Ja, okay. Und er zeigt dir auch an mit den Pfeilen, in welche Richtung noch Dinge zum Sammeln sind. Also okay. Über dir zum Beispiel sind noch zwei zum Sammeln. Ja, also so Top Raider mäßig, wenn ich dann diese, das auch in Gelb gehalten habe. Die Roboter, die sind prinzipiell böse, aber du kannst ihnen auf den Kopf springen, so Super Mario Style. Okay. Bubble Bobble. Ah, jetzt musst du überlegen, wie du darauf kommst. Nein, ich bin natürlich vorbeigesprungen. Das macht nichts. Genau, der freie Fall ist natürlich auch möglich, ganz klar. Okay, das kenne ich wie gesagt ja dann auch schon wieder vom Portal, ne? Dass ich so ewig lange durch die Portale falle, bis sich mir was Neues einfällt. Genau, ja. So. Genau, an der Stelle musst du springen und in der Luft den Modus anmachen. Ja, ich finde schön, dass man nicht gleich stirbt, wenn man ein bisschen daneben landet. Ja, das ist gut. Also ja, Fallschaden gibt es nicht, aber Gegner sind dann doch recht tödlich. So, das funktioniert jetzt nicht. Okay. Genau, weil du kannst nur teleportieren, wenn die andere Seite nicht blockiert ist. So, jetzt muss ich doch wieder einen hoch. Ha? Ja, das war natürlich Blödsinn. Ah, ich kann aber noch da oben rüber laufen. Genau, ja. So, ich muss ja springen. Springen, frieren, hüpfen. Springen, frieren, hüpfen. Okay. Ja, und du hast es schon raus jetzt, André. Perfekt. So, bis zum Zahnrad mache ich das noch. Ja. Mal gucken, wo meine Leute jetzt sind. Kann die Kamera stehen lassen, sie dürfen. Ja, passt. Ja, super. So, möchte noch jemand? Herzlichen Dank. Kein Problem, ja. Dankeschön.